Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir in der Hegener Produktion. Heute geht es um das Thema UV-Lack und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr mit dem UV-Lack-Sortiment von fishingproducts.ch sehr schöne Nymphen könnt machen, verschiedene Nymphen könnt machen. Wir schauen uns Köpfli-Lack an, Körperlack, feine und grobe, oder respektive ultrafeinen und feine. Und zeige euch, wie ihr schnell zu guten Ergebnissen kommt und wirklich individuelle, schöne Nymphen könnt machen. So, was wir als allererstes machen müssen, wenn wir den Lack auftun, dann liegt der Flitter am Boden. Das heisst, wir müssen ihn mischen. Und zwar relativ gut. Hier unten ein bisschen wegkratzen. So. Dass ihr den wirklich gut durcheinander habt. Das müsst ihr bei allen Lack machen, auch bei den groben Köpfli-Lack. Ist es ganz wichtig, dass ihr ihn gut durchmischt. Dass es eine schöne homogene Masse gibt. Sich der Flitter schön verteilt. Und da sieht man jetzt auch schon sehr schön, was dann der für eine Wirkung überkommt. Und gerade bei dem Körperlack, beim Ultrafin und beim Feinen, ist es extrem wichtig, dass die schön gleichmäßig durchgemischt sind, dass die keine Stellen drin haben, wo nur Flitter ist oder nur transparenter Lack. Sonst haben wir unregelmäßige Nymphen. So. Und wenn ihr dann den sauber durchgemischt habt, dann könnt ihr ans Werk gehen mit den Nymphen. Den einfach ganz fein drüber hin verteilen. Ihr könnt dann die einzelnen Flitter noch so drauf tüpfeln, dass ihr genug habt. So, und dann unter die Lampe. Kurz antrocknen lassen. Der geht relativ zackig. Und dann haben wir eine schöne, effektvolle Nymphe, die zwischendurch wieder schön aufblitzt. Mit dem blauen, feinen Körperlack, mit den grossen Flitter drin. Das ist jetzt zum Beispiel der mit den silbrigen Flitter drin, mit den grossen. Und ihr seht, je nach Licht glänzt dann der schön. Ich habe jetzt meistens eine schwarze und eine weiße Nymphe gemacht, dass man die Unterschiede ein bisschen sieht. Das gibt euch dann wirklich einen schönen Flitter-Effekt. Und das hier noch, in meinen Augen, der Fasnachtsflitter, das ist dann der Multicolor in verschiedenen Farben. Gerade auf der weißen Nymphe sieht man sehr schön, was der für einen Effekt gibt. Auch noch sehr interessant. So, die nächste Farbe, die wir uns anschauen, also der nächste Lack sozusagen, ist der ultrafeine Körperlack. Ich habe mich jetzt hier für einen Irisee entschieden. Wie ihr seht, ultrafein hat ganz kleine Flitter drin. Und gibt euch so einen Regenbogeneffekt in die Nymphen rein. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Könnt ihr auch kurz auftragen, ein bisschen verteilen. Dort müsst ihr nicht einmal tüpfeln. Das ist jetzt auch einer vom Ultrafeinen mit Gold und Blau drin. Seht ihr jetzt auf der weißen Nymphe fast ein bisschen besser, die blauen. Und auf der schwarzen Nymphen ist es noch lässig, weil je nach Licht habt ihr dann einen Goldschimmer oder einen blauen Schimmer und könnt ihr so auch sehr individuelle Nymphen machen. So, der sollte jetzt trocken sein. Das ist der Irisee. Der gibt euch einfach so einen gewissen Glanz rein und leuchtet dann je nach Licht so einzeln noch ein bisschen auf. Und das kann dann natürlich auch den Fisch zu einem Biss reizen noch, zusätzlich. Was ihr auch die Möglichkeit habt mit diesen beiden Lack, ist, wenn ihr so Sachen macht. Ich fische so Zeug eigentlich noch gerne auf Forellen in den Bach oder dann auch auf Degli an der Flügerrute. Da habe ich jetzt eine Unterbindung gemacht mit einem Helix-Floss. Schwänzchen eingezogen, ist klar. Und habe dann mit dem groben Silberlack, also mit dem Flitter fein, habe ich den Körper gemacht. Der hat grobe Silberpartikel drin. Und dann mit dem normalen Köpfli-Lack, zu dem kommen wir noch, habe ich die roten Flossen gemacht und die Augen. Also auch da sehr effektvoll. Je nach Licht wieder ein bisschen anderer Schimmer. Noch eine interessante Sache. Dann noch zu sagen zum Irisee. Der Irisee hat mir persönlich, so wie er geliefert wird, zu wenig Partikel drin. Und um mehr Partikel drin bekommen, mache ich es ganz einfach, ich tue zusätzlich drei.
Und zwar gibt es hier die Glitzerpartikel. Die könnt ihr so kaufen in den verschiedensten Farben. Und die könnt ihr dann einfach behutsam, also nicht zu viel aufs Mal, einfach vorsichtig reinmischen, wieder probieren, bis ihr die Farbe habt, die euch gefällt. Oder ihr könnt dann eben auch anfangen, Sachen zusammenmischen, wie Gold und Blau oder Rot und Silber oder Grün und Silber, was ihr gerne habt. Und könnt so dann natürlich individuelle Nymphen machen mit Farben, die so noch nicht erhältlich sind. So, wir kommen zum nächsten Lack. Das ist der grobe Glitzerlack, auch genannt Köpfli-Lack. Und zwar ist der wirklich dickflüssig. Also ihr seht das hier, der ist sehr dickflüssig und optimal, um auf den Nymphen Glitzerköpfli zu machen. Das heisst, ich habe jetzt hier einen weißen Nymphenkörper gemacht, normal mit Floss, und lackiere jetzt diesen mit einem flitterenden Köpfli. Dann auch gerade wieder unter die Lampe. Vor allem beim Weißen sofort unter die Lampe. Ich zeige euch nachher warum. Und dann habt ihr einfach und schnell schöne Glitzerköpfli gemacht in den verschiedensten Farben. Rot, Blau, Hellblau, Grün, Violett, Fuchsia gibt es. Also auch dort habt ihr eine grosse Auswahl. Was ihr einfach hier nicht vergessen dürft, ist nachher noch kurz überlackieren mit einem normalen Körperlack, mit einem transparenten. Hier die zwei noch, Gold und Silber. Sieht wirklich noch sehr schön aus. So, die ist jetzt trocken und sobald der ein bisschen angetrocknet ist, wie gesagt, gehe ich noch mit einem normalen Körperlack drüber, um das Ganze ein bisschen zu schützen. Ja. Dann müsst ihr schauen, dass er dann wirklich schon ein bisschen angetrocknet ist, sonst verteilt ihr dann den Flitter auf den ganzen Körper. Ja, ist jetzt fast ein bisschen knapp da trocken. Wir bereits ein paar Partikel reinnehmen. Dann ist dann natürlich die Wirkung zur Sau. So, das sollte lange. So könnt ihr wunderschöne Nymphen machen mit verschiedenen Glitzerköpfchen. So, und was ihr natürlich auch machen könnt mit dem Körperlack, ist eine Berippung. Das heisst, ihr könnt Ring auf Nymphen machen. Und zwar setze ich hier nur so einzelne Pünktchen und ziehe die auf der einen Seite ab, kehre dann die Nymphen und ziehe die auf der anderen Seite auch ab. Und wenn ihr unten noch etwas zu viel habt, könnt ihr das so noch etwas wegnehmen. Und so entstehen dann wirklich schöne, einfache, gerippte Nymphen, wie man sie kennt. Ich setze sie noch etwas aushärten lassen. So, und sobald der dann leicht trocken ist, können wir den auch überlackieren. Das sollte jetzt eigentlich so weit sein, dass man den kann schön überlackieren kann. So. Und dann habt ihr wirklich eine schöne, getüpfelte Nymphe. Gerade wieder unter die Lampe. Das ist eben noch das Lässige am UV-Lack, der härtet relativ schnell aus. Und so kommen wir auch relativ schnell voran dann mit den Nymphen. So. Das sieht doch nach etwas aus, oder? Dann, was ich noch möchte sagen zum schwarzen Lack, was wichtig ist, dass ihr gerade, wenn ihr helle Körper lackiert, wie jetzt zum Beispiel der weiße hier, den habe ich jetzt einfach schnell hier angefluddert, dass er relativ schnell unter die Lampe geht, weil sonst fängt euch der auch einziehen. Ich setze jetzt hier oben einfach mal einen Tropfen an und jetzt zeige ich euch mal im Zeitraffer, was dann passiert. Ihr seht, er fängt euch an zu saugen. Ja, der Faden fängt euch an, die Farbe vom Lack aufsaugen. Das ist jetzt ein relativ neuer Lack, darum ist eigentlich eine Grundsubstanz, also der UV-Lack selber, noch nicht so schwarz eingefärbt. Aber wenn das stärker wird, dann kann es euch passieren, dass euch wirklich Nymphe nicht mehr weiß ist am Schluss, sondern dunkelgrau. Oder auf das muss man ein bisschen schauen. Dann zu den Köpfli-Lack, vor allem zum Schwarzen, was ihr dort auch noch machen könnt, ist zusätzlich verschiedene Flitter reinmischen. Den brauche ich ja gar nicht da, den brauche ich da.
So, und ich habe das gemacht, und zwar habe ich in einen normalen schwarzen Lack rein, zusätzlich noch Blau, Gold, Rot und ein bisschen Silber mischen lassen. Und das gibt mir jetzt so einen schönen, eine Art Multicolor-Köpfli-Lack. Und das ist auch noch sehr, sehr spannend. Also ihr seid nicht eigentlich auf Grundmischung angewiesen, ihr könnt die noch, je nachdem, nach Lust und Laune, könnt ihr die noch tunen. Oder? Wie der normale schwarze Lack, der ist dann eigentlich hauptsächlich schwarz, hat noch ein bisschen Irisee drin, einen kleinen Anteil. Und ich kann jetzt hier im Schwarzen rein zusätzlich noch andere Sachen reinmischen lassen. Oder ihr könnt sie selber reinmischen mit den Flittern, die man kaufen kann. Und kommen dann so natürlich sehr individuelle Lackierungen über. Jetzt habe ich irgendwann noch Nymphe gehabt mit so einem Köpfchen. Da ist sie. So, also ihr seht, ihr habt dann da wirklich verschiedene Effekte drauf. Die leuchten euch in den verschiedensten Farben wieder raus und glitzern und glänzt. Und das sieht dann eben je nach Sonneneinstrahlung natürlich auch hammermäßig aus. Seht es jetzt da ganz schön. Könnt das zum Beispiel auch gerade als Körper nehmen, könnt den ganzen Körper damit machen und habt dann natürlich einen schönen glitzerigen Körper. Aber für den Körper würde ich euch schon empfehlen, dass ihr entweder den Ultrafin nehmt oder den Grobi zum Körper machen und dort dann einfach zusätzlich andere Flitter reinmischen. Ich zeige euch nochmal den Grobi. Also, nein, respektive der Feine. Das ist für mich einfach der grobe Körperlack. Der Feine, und der hat so schöne grosse Flitter drin, die ihr dann könnt auf dem Körper oben verteilen könnt, die je nach Lichteinstrahlung dann noch zusätzliche Glanzeffekte bringt. So, die andere sollte jetzt trocken sein. Das ist jetzt noch unlackiert und ich sehe, das Köpfchen hat jetzt schön die verschiedenen Flitter drinnen und je nach Sonneneinstrahlung glüht da wieder rot-blau oder Violett auf. Gold hat es noch drin, Silber. Sehr interessant. Köpfli-Lack kommen ihr natürlich auch in den verschiedensten Farben über, so wie alle anderen auch. Was ihr einfach darauf schauen müsst, ist, dass es der grobe ist. Der grobe Flitterlack für Köpfli und dann für die feinen Körper, dass ihr den Ultrafine nehmt und für die grossen Flitter auf dem Körper, dass ihr den feinen nehmt. Und immer daran denken, gerade bei den Köpfli-Lack am Schluss nochmal mit dem normalen drüber, mit dem transparenten Körperlack, um das Ganze ein bisschen zu schützen. Und falls euch ein Köpfli mal nicht gelingen sollte, das ist jetzt zwar ein schönes, aber wir nehmen jetzt mal an, es gelingt euch nicht, dann könnt ihr einfach mit einem Zängli das zusammendrücken und wegnehmen und ihr habt den Nymphenkörper noch erhalten. Respektive müssen nicht die ganze Nymphe fortrühren, sondern könnt dann einfach nochmal frisch lackieren. Wichtig ist einfach, dass ihr ihn für das dann wirklich gut gerechnet habt, dass er sicher etwa 10 Minuten unter der Lampe geschmort hat. Und dann könnt ihr das Köpfchen wegdrücken und habt wenigstens den Haken und den Nymphenkörper gerettet. So, das wäre es von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Hinschauen, viel Spass beim Nachbinden. Und die Nymphe, die ihr auf dem Titelbild seht, übrigens ist ein schwarzer Körper mit einem silbrigen Köpfli-Lack, wo einzelne Tüpfchen draufgetüpfelt sind und nachher mit dem Transparentlack nochmal eine Schicht drüber gezogen und ausgehärtet. Viel Spass beim Nachmachen und hoffentlich bis bald. Thank you.